Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin aktuell auf der Raststation Chiemsee in Bayern, ganz genau. Eine wunderschöne Gegend. Am Chiemsee, da gibt es ja diese Insel mit dem Schloss drauf. Die Insel heißt Herrenchiemsee. Ist echt ein Besuch wert, muss man sich unbedingt mal ansehen. Ist eine absolut tolle Sache, wenn man das mal gesehen hat. Ja, hier auf der Raststation seht ihr meinen Scania. Ja, nicht der grüne da, sondern da hinten steht die Black Beauty. Genau. Da steht sie. In voller Pracht und mit 650 PS. Meine neue Plane, der Firmenbeschriftung, alles tippitoppi. Ja, und da geht das eh schon an, von dem ich gesprochen habe. Da fährt man mit dem Schiff rüber auf die Insel. Sieht man von hier aus nicht. Aber es ist echt genial. Wie gesagt, muss man unbedingt gesehen haben. So. Zu meiner Tour. Ich bin schon in Wien gestartet. In Wien wurde geladen. Und habe eine Fracht nach Bilbao. Geht sich von der Fahrzeit her natürlich nicht aus. Wir werden hier in oder nach Bern eigentlich auf dieser Tankstelle pausieren, Pause machen müssen, ja, damit wir keine Zeit mehr verlieren. Starten wir einfach. Genau. Rauslassen. Ich habe es inzwischen schon ein paar Mal erwähnt. Ist natürlich ganz eine andere Leistung als beim DAF mit 510. Völlig klar. Das Scania fährt sich wirklich sehr angenehm. Aber ich bin schon wieder etwas zu schnell. Wetter hier, 28 Grad, brutal. Die Strecke hier werde ich am Montag, also das Video kommt erst am Dienstag, die Strecke werde ich am Montag beruflich auch gefahren sein. Ich habe da einen Termin in Innsbruck, also nicht die ganze Strecke jetzt, sondern nur hier. Jake.
Ja, Neuigkeiten gibt es auch. Der liebe Tom Diesel, ihr kennt seinen Kanal garantiert. Der ist am Überlegen, ob er einen weiteren Fahrer einstellen soll. Und wenn er einen weiteren Fahrer einstellt, dann braucht er natürlich auch eine neue Zugmaschine. Also der will größer werden, der will expandieren. Hat auch völlig recht, der hat so viel schon geschaffen und so viel auf die Beine gestellt. Da ist das absolut legitim, wenn der mehr machen möchte. Ja, einen neuen Kontakt, ebenfalls über den Tom eigentlich, habe ich auch dazu bekommen. Der Marian von der East North VGmbH ist auch ein sehr vielversprechender Kontakt. Dem werde ich sicher mal die eine oder andere Fracht absprechen. Ja, Netzwerk ist eben ganz, ganz wichtig, wenn man beruflich vorwärts kommen will. Das ist das Um und Auf. Ja, die Fracht, die ich Hansekonto vermittelt habe, die ist auch über die Bühne gegangen. Die liebe Sandra hat die Fracht übernommen. Diesen Kran von Linz nach Kopenhagen. Da habe ich jetzt noch keine Rückmeldung. Ob das alles gut verlaufen ist, aber garantiert. Garantiert gepasst. Ja, die Rheintrans hat ein neues Ziel bekommen. Echt wirklich eine geile Angelegenheit. Muss man gesehen haben, schaut beim Kanal rein von Michael von der Rheintrans. Er ist in meiner Videobeschreibung sowieso verlinkt. Einfach mal reinschauen. Er hat sichtlich wirklich sehr viel Freude mit seinem neuen Volvo. Im Design. Das Design hat ihm der Big M gemacht von der Lack- und Tuning-Schmiede. Ja, ganz starke Angelegenheit, ganz großes Kino. Ja, und er hat angeblich etliche Auflieger bestellt jetzt. Also der will ganz, ganz groß ins Geschäft einsteigen. Den Erfolg gönne ich ihm. Da steht der Verkehr. Leute. Hallo. Hey, wir sind hier zum Fahren, nicht zum Warten. Nicht. Also manchmal fragt man sich wirklich, was mit den Leuten verkehrt ist. Vielleicht liegt es auch an den 28 Grad. Ja, der Michael von der Rheintrans hat mir noch eine Nachricht geschickt, dass er mich nach seiner Tour, er ist nach Riga unterwegs, dass er mich anrufen wird. Er hat mir da irgendetwas mitzuteilen, irgendeine wichtige Info. Da bin ich echt gespannt, was das ist und was da geht. Bin ich wirklich gespannt. Was sieht euch mal diese Gegend hier an? Genial.
wie ihr seht, die Schaltung vom neuen Scania ist eine ganz eine andere als die ZF16, die ich im DAF verbaut hatte. Das ist noch so eine Gewöhnungssache. So, da sind wir wieder zurück in Österreich. Der überholt. Der hat sie nicht alle. Motoröl habe ich geladen in Wien. Schöne Steigerung. Österreichische Sheriff ist unterwegs. Also auf das Wetter hätte ich jetzt verzichten können. Ei, ei, ei.
fahren alle ohne Licht bei dem Wetter. Der Tag, so wie sie ausschaut. Gespannt, wie das Wetter in Bilbao dann ist. Wir stehen ja kurz vor der Version 1.31 im ITS. Da gibt es ja ein paar neue Features. Zum Beispiel auch diese zufälligen Ereignisse auf der Straße. Das heißt, dass irgendwo ein Unfall ist oder was auch immer. Soll eingebaut werden, dann der neue Scanner bekommt die Schwerlastausführung, also diese 8x4 Variante. Ja, ich glaube, das sind die größten Highlights, was ich bisher gehört habe. Sehen. Also, die haben keinen Stress. Welsland, einer aus der Heimat, alles klar. Interessant.
Leute, wir haben hier 80. Und wegen dem bisschen Regen. Alter Schwede! Also habt ihr das gesehen? Das war jetzt falsch. Herr Kollege, kannst du... Ach du Scheiße. Ja, liebe Leute, die Auseinandersetzung mit der Polizei wolltet ihr da jetzt lieber nicht mitbekommen. Die habe ich jetzt aus dem Video rausgeschnitten. Man kann ja nicht immer einer Meinung sein mit den Hütern des Gesetzes. So sehe ich das. Aber mit Geld kann man alles bereinigen. Und genau das habe ich gemacht. Unterm Strich. Und blöd melden kostet eben Geld. Das ist so. Ja, Regen hat auch nachgelassen. Beim Tagesziel kommen wir auch schon immer näher.
Natur. Sehr schön. Sehr schöne Gegend. Gefällt mir wirklich. Ja, mit dem Wikinger habe ich auch wieder reingesetzt. Passt ja jetzt noch besser zum Auto als vorher zum DAF. Also wenn diese Streiterei mit der Exekutive nicht gewesen wäre, wäre das wirklich eine ganz ruhige, entspannte Tour gewesen. Oh shit, 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 shit. Ah, gerade noch. Okay, der überholt rechts. Alles klärchen. Die fahren aber wirklich aggressiv zum Teil. Echt nicht sein, oder? Ja, in Bern könnte ich eigentlich bei der Swiss World Cargo anrufen. Wie es den Kollegen dort geht. Sweet.
gerne Idee. Heute wird heute auf alle Fälle eine 10er Fahrzeit. Woche muss ich auch natürlich anrufen. Da darf ich auf keinen Fall drauf vergessen. Ah, jetzt kommt die Sonne wieder raus. Sehr gut. Wir haben sicher Kaffee. Ein Kaffee für mich und etwas Diesel für die Black Beauty. So. Ja, liebe Leute. Ein paar Telefonate werde ich jetzt noch führen, die ich zu führen habe. Ein paar Mails verschicken für meine Kunden, wo es irgendwelche Fragen zu beantworten gibt und so weiter. Und dann, wie gesagt, einen schönen Kaffee. Hier beim Petro gibt es auf alle Fälle was für mich, da bin ich überzeugt. Ja, danke fürs Einschalten. Haltet die Ohren steif, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, euer Jamie.